Bei Der Bergdoktor verfolgen die Zuschauer den Werdegang von den Figuren rund um Dr. Martin Gruber seit vielen Jahren. Doch inwieweit nehmen die Darsteller eigentlich regelmäßig auf Social Media ihre Fans mit in ihr Privatleben? Wir haben für euch die Instagram-Profile von Hans Siegel, Mark Keller und Co. unter die Lupe genommen. Der Bergdoktor höchstpersönlich nutzt sein Instagram-Profil in erster Linie, um Backstage-Einblicke in die Dreharbeiten zu der Serie zu geben und um andere berufliche Projekte zu promoten. Zudem teilt Hans Siegel gerne Ausflüge in die Natur mit seinen Followern. So sieht man den Bergdoktor auf Instagram auch schon mal beim Radfahren, Golfen oder dem einfachen Genießen der Natur. Mit dabei ist dann natürlich auch seine Frau Susanne, mit der er seit 2008 verheiratet ist. Ab und zu teilt der Schauspieler ein süßes Paar-Selfie. Sein Serienbruder Heiko Rupprecht hingegen pflegt kein öffentliches Instagram-Profil, genauso wenig wie Monika Baumgartner alias Lisbeth Gruber. Umso mehr Privates teilt dafür Ronja Forcher, die Filmtochter von Hans Siegel, mit der Instagram-Welt. Hier sehen wir einen romantischen Zusammenschnitt von der Lilly-Darstellerin und ihrem Verlobten Felix Briegel. Aber auch Ronjas Großmutter hat ab und zu einen Auftritt auf ihrem Profil. Die beiden stehen sich sehr nah. Ronja hat einen Großteil ihrer Kindheit bei ihrer Oma verbracht. Eine weitere Bergdoktor-Darstellerin der ersten Stunde ist Natalie O'Hara, die Susanne Dreiseitel spielt, die Inhaberin des Wilden Kaisers. Sie beschränkt sich bei Instagram größtenteils auf das Teilen von neuen Schauspielprojekten und kleinen Einblicken hinter die Kulissen. Selten teilt Natalie einen Schnappschuss aus dem Urlaub, vom Skifahren oder mal ein Foto aus Kindheitstagen. Gemeinsame Fotos mit ihren Liebsten sucht man fast vergeblich. Dieses süße Selfie mit ihrem Mann Johannes ist aus dem Jahr 2017. Das Instagram-Profil von Mark Heller, der den Chefarzt Dr. Alexander Kahnweiler spielt, hat den wohl größten Entertainment-Faktor unter den Bergdoktor-Stars. Der Grund dafür sind nicht zuletzt Marks Söhne Aaron und Joshua, mit denen er regelmäßig lustige Tanzvideos dreht. Wer hätte gedacht, dass in Dr. Kahnweiler ein solch cooler Papa steckt, der in Sachen Dance-Moves, Humor und Fitness seinen Söhnen in nichts nachsteht? Marks Instagram-Follower unterhält das Dreigespann so jedenfalls bestens, aber auch nackte Haut kommt bei Mark Heller nicht zu kurz. Lediglich seine getrennt lebende Frau Thylin, hier ein Foto von 2008, und seine aktuelle Lebensgefährtin Anna hält der Schauspieler lieber privat.